Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Das Q&A Part 1 zur Miss Prospector, dem kleinen Mining-Schiff von Musashi Industries, ist gerade heiß und fertig auf der RSI-Seite erschienen und dementsprechend gibt es jetzt direkt halt so die deutsche Übersetzung als Video für euch. Und da kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Hat die Prospector dieselbe Arm-Up-Technologie wie die Orion? Die Arm-Up-Technologie, ganz kurz vorweg, sage ich mal, das sind kleine Mining-Drohnen, die manuell geflogen werden können, kleine Raketen, die als Scanner funktionieren, die man in Asteroiden schießen kann, und die hat die Orion dabei. Ganz klare Antwort hier, nein, die Prospector hat keine Arm-Ups-Technologie, sondern sie arbeitet mit den Schiffsscannern an Bord. Das ist völlig ausreichend, um Mineraladern zu finden. Genau, und darauf bezieht sich auch die zweite Frage direkt. Kann die Prospector besser kleine Ansammlungen von wertvollen Mineralien aufspüren als die Orion? Ja, sie wird in der Tat kleine Mineralvorkommen oder wertvollere, kleinere Mineraltaschen, sage ich jetzt mal, Pockets, besser finden können und dann ganz gezielt extrahieren können. Da ist dann bei der Orion eher die Masse wichtig. So sieht es nämlich aus. Halt, so ist ja auch ein wesentlich größeres Schiff. Nächste Frage. Können nur spezialisierte Schiffe das Mining-Equipment tragen oder kann man das in beliebige Schiffe verbauen? Also nein, die Antwort ist ganz klar. Mining Equipment passt nur an entsprechende Hardpoints, was nur spezialisierte Schiffe tragen, in diesem Falle auch Mining-Schiffe nur tragen können. Und zu diesem ganzen Mining-Laser gehört natürlich auch noch die Extraktions- oder die weiterverarbeitende Technologie, die das fördert, reintransportiert, die Peripherie an Bord des Schiffes und dann in Container füllt. Das heißt, diese Technologie passt nur an Mining-Schiffe ran. So ist es. Nächste Frage. Wie wird der Containertransfer im All oder auf Planetenoberflächen aussehen? Da ist die genaue Mechanik noch nicht klar, das wird noch ausgearbeitet im Detail, aber ganz klar ist es so, dass diese Container eingesammelt werden müssen und das kann halt die Prospector dann auch nicht tun. Nee, eben drumher, die wirft das ab, jemand anderes kommt an und halt nimmt die dann mit und transportiert die ab. Nächste Frage, wird die Prospector einen Quantum Drive und oder einen Jump Drive haben und wenn ja, passt sie denn durch kleine Jump Gates? Ganz klare Antwort hier, ja. Die Prospector wird einen leichten Quantum Drive als auch einen leichten Sprungantrieb haben. Und da sie ein kleines Schiff ist, passt sie auch durch kleine Sprungtore, genauso wie ein Jäger das tun würde. Genau, ist nämlich ein sehr kleines Schiff, witzigerweise. So, nächste Frage. Sind die Container der Prospector kompatibel mit der Ladevorrichtung der HAL-Serie? Ja, genau das ist das Ziel. Es ist gedacht, dass gerade Prospector und HAL-Serie ein gutes Team darstellen und dass die Container, die abgeworfen werden, dass die genau ins HAL-Ladesystem reinpassen sollen. Wundervoll. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend und sinnig. Und das wird Old Spice aus unserer Community sehr, sehr freuen. Der wird auf jeden Fall im Dreieck springen. So, nächste Frage. Wie tief werden Mining-Laser und Traktorstrahl beim Minen auf Asteroiden oder Planetenoberflächen reichen? Jetzt folgt eine sehr komplizierte Antwort mit Meter und Mikrometer. Nein, es ist in der Tat so, dass sie es noch nicht wissen, aber sie versuchen das nachzuliefern, eine Angabe zu machen darüber, wie tief es dann reinreicht, aber das wissen sie zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. So, wird später geklärt. Nächste Frage ist, was für Schilde wird die Prospector haben? Tja, da ist es so, bei der Prospector, die wird nur sehr leichte Schilde haben, die vor allem gegen die Umgebung schützen sollen, das heißt Strahlungseinfluss, absplitterndes Material. Einfach der Schutz vor gefährlicher Umgebung ist da das Ziel. Es wird da nicht darum gehen, jetzt Dauerfeuer oder gezieltes Feuer auszuhalten. So, und dementsprechend halt so, Überraschung, Überraschung, ist halt wahrscheinlich jetzt nicht für Auseinandersetzung geeignet, wo wir dann jetzt halt später nochmal zu kommen. Aber die nächste Frage ist dann erstmal, wird man die Mining-Slots gegen Frachteinheiten austauschen können? Also natürlich hat der Container Frachteinheiten, aber diese Frachteinheiten sind tatsächlich für den Förderprozess reserviert und es wird nicht als Laderaum gewertet oder genutzt werden können. Genau, und da kann nämlich nur Erz rein, was man abgebaut hat. Kommen wir direkt zur nächsten Frage, die darauf Bezug nimmt. Es sind 128 Frachteinheiten angegeben. Ist das nur das Fassungsvermögen der Frachtcontainer? Ja, es ist das Frachtvermögen der Erzcontainer, die das Schiff auch transportieren kann. Zumindest hat sich das so rauslesen lassen aus dem Text, weil jeder Frachtcontainer fest 32 Standardeinheiten, 128 kann es tragen. Da sind wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, nicht die Frachtcontainer, die Faltcontainer, die als Reserve dabei sind. Ja, nee, man sieht ja halt eben auf dem Bild ganz schön, sie hat halt eben 4 Dockingmöglichkeiten. Das sind halt eben 4x32, 128. Da sind noch 4 weitere Faltcontainer an Bord, aber um die aufblasen zu können, muss ich die anderen abwerfen. Das heißt, man kann parallel 128 Einheiten transportieren.
So schön, so simpel, so wundervoll. Bla, bla, bla. Kommen wir zur nächsten Frage, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Kann man den Mining Laser upgraden und wird es verschiedene Lasertypen geben für verschiedene Anwendungsgebiete? Antwort ist ja, ganz klar. Von den 7 Herstellern, die es geben wird, ist es so, dass es auch verschiedene Optionen geben wird fürs Schiff. Das heißt, da gibt es dann Laser, die besser zum Bohren geeignet sind oder Laser, die besser zum Fördern geeignet sind. Da hat man dann die Qual der Wahl und da zählt wieder Shopping, Shopping, Shopping. Wundervoll. Es wird wieder sehr modular. Und natürlich die Frage konnte ja nicht ausbleiben. Kann ich den Mining Laser denn als Waffe verwenden? Technisch gesehen geht das wohl. Ja, die Frage hätte von mir sein können. Ne? Ja, komisch eigentlich. Aber natürlich ist dieser Laser nicht dafür gebaut, um gegen Schilde und Hülle eingesetzt zu werden. Weil weder in der Energieeffizienz noch in der Durchschlagsleistung oder der Reichweite ist diese Waffe vergleichbar mit Energiewaffen. Ja, diese Waffe. Dieser Laser vergleichbar mit klassischen Energiewaffen. Das heißt, technisch ja, ob sinnvoll ist, muss man sehen. Eben drum, du wirst jemand damit eine mitgeben können. Ob dabei was dann halt rumkommt, fraglich. So, und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ist die Prospector denn ein dezidiertes Singleplayer-Schiff? Ja, das ist sie tatsächlich. Dieses Schiff wurde gebaut als Singleplayer-Schiff und von den Arbeitsplätzen her und von den Crew-Quartern ist es wirklich für eine Person ausgelegt. Da macht es jetzt tatsächlich keinen Sinn, Multicrew zu spielen. Definitiv nicht. Also man wird sich wahrscheinlich dann dahinter stellen können, wie man das so schön kennt. Es können sich natürlich mehrere Leute reinzwängen ins Schlafgemach und abspeichern kann dann aber halt eben nur einer. Der Vorbeiter steht dahinter. Mach schneller, ja. Förder mehr. Ja, ja gut, aber zumindest kann da einer pennen gehen und der andere kann das Schiff dann nach Hause fliegen. Oder so. Ginge ja auch. So, liebe Leute, das war es von uns jetzt hier mit diesem Q&A Part 1 zum Misk Prospector und dementsprechend liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat oder abonniert unseren Channel, das freut uns natürlich sehr. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet oder lasst uns einfach ein paar nette Worte da, schwatzt mit uns über Star Citizen halt so, das machen wir sehr gerne mit euch. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann guckt mal bei uns auf dem Patreon-Profil vorbei. Wenn da was dabei ist, freuen wir uns natürlich umso mehr. Und dementsprechend sagen euch Weezen und Dozer jetzt bis zum nächsten Q&A. See you on the flight deck! Das waren mal gute Fragen, ne? Das war gar nicht so verkehrt, fand ich auch.